Als ich ein Kind war, gab es in jedem Haushalt einen Quelle-Katalog. Die Quelle-Insolvenz ist jetzt ja schon ein paar Jahre her, aber ich frage manchmal in den Jahren, in den 5 Jahren vor der Quelle-Insolvenz, wie viele Menschen kanntest du da, die auch nur ein einziges Mal etwas bei Quelle bestellt haben? Dieses Unternehmen ist immer unwichtiger, immer unbedeutender geworden, aber irgendwie haben die ihre Schlüsse nicht draus gezogen. Glauben wir ernsthaft, dass es in einem Unternehmen wie Quelle niemanden gab, der nicht wahrscheinlich über Jahre gesagt hat, wenn das so weitergeht, wenn wir so weitermachen, gibt's uns nicht mehr lange. Aber warum haben die nichts gesagt? Oder zumindest, warum ist das, was die zu sagen gehabt hätten, warum ist das nicht bekannt geworden? Da kommen wir auf ein paar Phänomene. Und diese Phänomene, man kann wahrscheinlich sagen, ersticken den Kommunikationswillen im Keim.